Christine, eine Mit-40erin, wollte erotische Fotos für ihren Ehemann Brett anfertigen lassen. Sie ging zur Fotografin Victoria und sagte ihr: Ich möchte, dass du all meine Zellulite, alle Dehnungsstreifen, alles an überschüssigem Fett und alle Falten verschwinden lässt. Ich möchte mich nur einmal richtig schön fühlen. Gesagt, getan. Die Fotografin und Christine arbeiteten für 2 Stunden zusammen und Christine schenkte ihrem Ehemann diese Fotos zu Weihnachten. Doch schon kurz nach Weihnachten erhielt die Fotografin eine E-Mail vom Ehemann Brett, der sie wirklich zum Nachdenken brachte. Hi Victoria, ich bin Christines Ehemann Brett. Ich schreibe dir, weil ich kürzlich ein Album mit Bildern meiner Frau geschenkt bekommen habe, die du gemacht hast. Ich möchte nicht, dass du denkst, dass ich dir in irgendeiner Form böse bin. Aber ich habe etwas zu sagen, das dich vielleicht ein bisschen nachdenklich stimmt. Ich bin mit meiner Frau zusammen, seit wir 18 Jahre alt sind und gemeinsam haben wir 2 wundervolle Kinder. Wir hatten in den Jahren gute und schlechte Zeiten und ich weiß, dass meine Frau die Bilder gemacht hat, um unsere Ehe etwas aufzupeppen. Als ich das Album aufgemacht habe, das sie mir überreicht hat, musste ich ganz schön schlucken. Diese Bilder, so schön sie sind und so eine talentierte Fotografin du auch bist, zeigen nicht meine Frau. Du hast jeden einzelnen Fehler von ihr entfernt. Und so sehr ich auch weiß, dass sie dich genau darum gebeten hat, so sehr hat es etwas von unserem gemeinsamen Leben weggenommen. Als du ihre Dehnungsstreifen entfernt hast, hast du die Geschichte meiner Kinder entfernt. Als du ihre Falten entfernt hast, hast du über 2 Jahrzehnte unseres gemeinsamen Lachens und unserer Zweifel entfernt. Als du ihre Zellulite entfernt hast, hast du ihre Liebe für das Backen und all die kleinen Leckereien, die wir uns über die ganzen Jahre gegönnt haben, entfernt. Ich sage dir das nicht, damit du dich schlecht fühlst. Du machst nur deinen Job und das verstehe ich. Ich schreibe dir, um zu danken. Diese Bilder haben mich erkennen lassen, dass ich meiner Frau nicht oft genug sage, dass ich sie liebe und vergöttere, so wie sie ist. Sie hört es so selten, dass sie tatsächlich dachte, dass ich diese Bilder brauche und will, dass sie so aussieht. Ich muss mich bessern und für den Rest meines Lebens werde ich sie und all ihre kleinen Makel würdigen und feiern. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Viele Grüße, Brett.